zweiten Spiel nach seiner langen Verletzungspause erzielte Alexander Gorgon bereits wieder das erste Tor. Ein tolles Comeback und ein Comeback mit Ansage. Jetzt haben wir eh angestimmt wieder, Jun. Und ja, es ist einfach super, wenn jemand so zurückkommt und zwei Tore macht. Nächstes Wochenende ist hoffentlich der Gorgon dran. Ja, er hat mir danach ein Interview erzählt. Natürlich hat mich das ein bisschen noch mehr motiviert. Es sind einfach jetzt diese Momente, die mir sehr viel Auftrieb geben nach so einer langen Verletzungszeit. Und egal, ob das irgendwelche gelungenen Aktionen sind, ich meine, Tore natürlich umso schöner. Aber ich brauche jetzt einfach viele Erfolgserlebnisse, dass ich dann so schnell wie möglich wieder in die Spur finde, wo ich vor der Verletzung war. Alexander Gorgon, einer der Stützen der Meistersaison, ist auch ein wichtiger Baustein im Konzept von Trainer Herbert Gaga. Speziell beim Alex ist so, dass er halt wahnsinnig hart dafür gearbeitet hat, dass er wieder das Comeback feiern kann. Und ja, war schon wie bei den Amateuren, war er zwei, drei Spiele bei mir gespielt und da habe ich gesehen, dass es nicht mehr lang dauert, dass er wirklich mit ihm zum Rechnen ist, dass er einsatzfähig ist. Ja, und letzte Woche haben wir sich dafür entschieden, weil er einfach ein guter Spieler ist, sehr torgefährlich ist und auch bei Standardsituationen sehr wichtig sein kann. Und darum haben wir es ja letzte Woche so entschieden und er hat das ja voll gerechtfertigt. Ja, hat letzte Woche meiner Meinung nach schon sehr auffällig gespielt. Vielleicht noch ein bisschen unglücklich in die Dribblings, aber heute einfach sehr, sehr stark und gut, dass er sich gleich belohnt hat. Ich muss ihm wirklich gratulieren, nach dieser langen Zeit, also so zurückzukommen und dann natürlich auch so ein wichtiges Tor gleich für uns zu schießen. Das tut ihm gut, tut der Mannschaft auch sehr gut und tut den Leuten im Stadion auch sehr, sehr gut. Ein bis jetzt glänzendes Comeback von Alexander Gorgon. Dabei war lange Zeit ungewiss, wann er wieder zur Mannschaft zurückkehren kann. Ja, als ich dann während meiner Reha eigentlich gesehen habe, dass es immer mehr vorangeht, habe ich dann circa einschätzen können, wann ich wieder einsteigen kann im Training. Und mein Ziel war es dann, dass ich mit Anfang März mein erstes Pflichtspiel bestreiten kann. Heute war es dann eigentlich gar kein Thema mehr, warum sollte man ihn nicht beginnen lassen. Und heute auch wieder mit dem Tor, das gefällt mir auch natürlich ganz besonders, wenn ein Spieler so hart arbeitet und sehr so lange ausgefallen ist, dann ist es ganz wichtig, dass er dann wieder dieses Erfolgserlebnis hat, was ihm dann natürlich unheimlich auch weiterhilft und das wird ihm weiter beflügeln. Für 90 Minuten reicht der Tank noch nicht aus, aber so wie es heute war, wenn du dann so ein Erfolgserlebnis hast mit einem Tor, das gibt dir wieder Auftrieb für die nächsten 5 bis 10 Minuten, wo du dann noch ein bisschen mehr mit Adrenalin geladen bist, aber ja, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf meines Comebacks. Das sportliche Comeback läuft nach Wunsch und privat steht Alexander Gorgon ein freudiges Ereignis ins Haus, wie sein Torjubel erahnen lässt. Der Torjubel war ein bisschen zweideutig, weil einerseits ist heute bei uns ein junger Spieler, der Peter Michael, auch Papa geworden. Und bei mir ist es schon seit längerer Zeit der Fall, dass ich darüber Bescheid weiß, dass ich ein Baby erwarte, also meine Freundin eigentlich. Und ja, als ich dann alle aufgeklärt habe, was los ist, waren natürlich alle sehr glücklich und haben mir gratuliert. Des einen Freud, des anderen Leid. Alexander Gorgon wieder drauf und dran, ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft zu werden. Daniel Reuer hingegen kämpft momentan um einen Platz im Matchkader. Ja, unser Kader ist natürlich sehr, sehr gut und der Konkurrenzkampf ist sehr groß und er muss sich beim Training ein bisschen mehr steigern, das habe ich einmal jetzt gesagt, speziell im Defensivverhalten macht er mal ein bisschen zu wenig und deshalb sind halt die anderen Spieler momentan vor ihm.